Ja, hallo YouTube, ich bin's mal wieder, der Dominik, und ich bringe euch ein Domination auf Firing Range, soweit ich weiß, ja. Diesmal weiß ich den Namen der Karte. Gespielt wird die Farmers Geschalldämpft, und das mit den Perks Ninja, Sleight of Hand Pro und Ghost. zum Thema Ghost, bevor ihr wieder alle anfangt zu flamen. Ich werde hier nicht irgendwo in der Ecke rumsitzen und mir einen mit Ghost abcampen. Also die sogenannten Ghost Bitches, wie Max FPS jetzt sagen würde, sondern ich beteilige mich hier aktiv. Und falls ihr mich doch irgendwo rumcampen seht, dann lasst es mich wissen, und zwar in den Kommentaren. Dann werde ich das, ja, in Zukunft. Ach, keine Ahnung. Das lasse ich jetzt am liebsten mal. Thema heute ist, ja, ich habe ein neues Mikrofon und ein neues Headset. Ja, Headset nicht wirklich. Ich habe einen neuen Kopfhörer und ein neues Headset. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe ein neues Mikrofon und einen neuen Kopfhörer. So, jetzt habe ich's. Und ich habe kein neues Headset. Ein Headset ist nämlich ein Mikrofon und ein Kopfhörer an einem Stück. Also nicht separat gekauft. Und ich habe eine Soundkarte. Warum ich mir kein Headset gekauft habe, hat folgenden Grund. Und zwar gibt es kein Headset, was meinen Anforderungen entspricht. Das muss ich eigentlich so sagen. Höchstens vielleicht das MMX 300, aber das ist deutlich über meinem Budget gewesen. Also habe ich mir gedacht, ja, gut. MMX 300 € ist mir definitiv zu teuer. Und ich will trotzdem etwa die Qualität haben von diesem Kopfhörer. Ja, diesem Headset. Da ist auch heute der Wurm drin mit Headset, Kopfhörer, Mikrofon. Naja, also ich wollte mir einen richtig guten Kopfhörer holen. Und ja, MMX, wie gesagt, zu teuer. Und dann habe ich mich monatelang im Forum, also im Forum, also in verschiedenen Foren habe ich mich kundig gemacht, was an diese Qualität herankommt. Und dann habe ich erstmal herausgefunden, dass MMX 300 basiert auf dem Beyerdynamic DT 770T, die 2005er Edition. Und das Ding kostet ja um die 160 €. Das MMX 300 ist also also der Kopfhörer für 160 € und einfach ein Mikrofon mit einem Schwanenhals. Falls ihr nicht wisst, was ein Schwanenhals ist, das ist das, ja, das Stück von eurem Headset-Kopfhörer, was eigentlich Headset ist, einfach das Stück, was das Mikrofon zu einem Kopfhörer bringt. Das ist ein Schwanenhals. Und ja, das MMX ist also ja etwa 200 € eigentlich wert. Ja, nicht mal 180 ungefähr. Und da habe ich mir gedacht, ja, entweder das MMX 300 für 300, aber das ist mir eigentlich eh viel zu teuer. Oder das DT 770T für 160 mit extra Mikrofon. Aber ich habe mir gedacht, ja, ich will eigentlich auch keine 180 € insgesamt ausgeben. Da habe ich mich weiterkundig gemacht, und dann habe ich gesehen, ah ja, da gibt es ja noch einen anderen Kopfhörer, und der soll anscheinend so gut sein wie das MMX 300. Und das ist das AKG K530. Das wird in sehr vielen Foren, ja, muss ich schon fast sagen, gehypt. Das ist extrem gut. Ich habe sie jetzt gerade auf. Und ich glaube, ich setze es nicht mehr so schnell ab, weil, ja, ich denke mal, das ist eines der besten Kopfhörer. Weil ich glaube kaum, dass es noch sehr viel besser geht. Dazu habe ich mir jetzt noch ein Mikrofon geholt. Und das ist das, ja, man sagt Zalman-Mik. Also ein Zalman-Mikrofon für, Gott, das kostet ungefähr 3-4 €. Also es ist einfach ein Standardmikrofon. Kein so professionelles, also kein Standmikrofon, sondern ja, stinknormales. Und dann habe ich die Soundkarte Asus Zorner, ja, keine Ahnung, glaube, so spricht man es aus. DG hat um die 30 € gekostet. Und jetzt bin ich mit Kopfhörer, Mikrofon und Soundkarte bei, ja, 80, 90 € so um den Dreh rum. Und es ist wirklich abnormal, wie gut dieser Sound eigentlich ist. Das PX 5 wird ein Witz dagegen sein. Das kann ich euch fast schon versprechen. Timo, also Reserve, und hatte das erst letztens an.
Und deshalb ausgerastet, als ich bei Black Ops mal bei einer Sniper die Luft angehalten habe. Der Blick war echt geil. Gott, wo war ich stehen geblieben? Ah ja, ich habe jetzt mein altes X11 eben rumliegen. Ich denke, verkauf's an Simon für ein paar Euronen, Euros. Und ja, ich bin wirklich vollkommen zufrieden. Das soll jetzt hier nicht irgendwie eine weitere Reihe sein von Diskussionen über Gaming-Headsets. Das mache ich in 1,5 Wochen mache ich den letzten Part, denke ich, also den dritten und letzten. Je nachdem, wie viel es ist, vielleicht werde ich es auch aufsplitten. Mal schauen. Ja, warum erst in 1,5 Wochen, bevor ihr noch mehrere Fragen. Wie ihr vielleicht von Self und also Timo wisst, wir haben eine Studienfahrt und die geht los am 18. Ja, bei mir am 18. Und ich bin weg bis am 22. Und ja, so ziemlich jeder aus unserem Clan ist bis ja nächste Woche nicht da auf Studienfahrt. Und in dieser Zeit werden auch keine Videos kommen. Also nicht irgendwie, ihr müsst keine Nachricht schreiben, ja, kommt jetzt mal ein neues Video. Ja, müsst einfach warten, bis ihr wieder da sind. Vorher geht halt nichts. Ist ja irgendwie logisch. Ja, ich denke, ich habe eigentlich so alle meine Themen abgehandelt. Und das Gameplay geht es hier noch eine Minute. Ja, sage ich vielleicht noch ein bisschen was zum Gameplay. Ja, das Team, mit dem ich spiele, ist, naja, nicht sonderlich gut. Sie nehmen keine Flaggen ein und ich auch nicht. Wir haben also aufs Objective geschissen, auf Deutsch gesagt. Und ich habe eigentlich nur auf Kills gespielt. Naja, mit meinem Killstreak ging da nicht sehr viel. Ich habe extra den Helikopterschützen nicht dabei. Keine Ahnung. Ich mag das nicht. Ich mache damit 3-4 Kills und dann wieder eh runtergeholt. Da habe ich lieber Napalm dabei. Den kriege ich erstens früher. Und zweitens macht er vielleicht doch 2-3 Kills. Und da kann man den Gegner wunderbar irgendwo den Weg blockieren. Das ist auch mein Tipp für heute. Tipp des Tages. Mit dem Napalm kann man wunderbar irgendwelche Sachen blockieren. Bei Domination, Demolition, also Herrschaft und Sprengkommando, irgendeinen Weg zu einer Bombe. Das kann man immer gut blockieren. Das Gameplay geht jetzt schon aus mit 31 zu 5, wenn ich das hier richtig sehe. Und ich hatte insgesamt 3 Blackbirds und diese Dinger sind ja echt mal genial. Also, ciao bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis in einer Woche.